Hallo euch allen, das ist wieder bei Man NFL Football. Wir sind in Baltimore im Schnee im Stadion der Ravens. Es ist das fünfte Spiel der EA Play Serie. Das heißt, wenn wir das gewinnen, dann gibt es dieses wunderbare Lotterielos, wo wir zwischen 25.000 und 1 Million Coins bekommen können. Ich kenne mein Glück, ich weiß eh, wie das enden wird. So, wir haben ein Unentschieden hier. Wir haben ein 7:7. Die Ravens haben einen zweiten Versuch und 8 von der eigenen 46-Yard-Linie aus. Wir sind im dritten Quarter, also noch viel, viel Zeit zu spielen. 2 Minuten noch im dritten. Wir blitzen mit den beiden Safeties. Und direkt einmal ein Tackle for Loss. Da sehen wir Joe Flacco, glaube ich, noch als Quarterback bei den Ravens. Der ist mittlerweile ja in Denver gelandet. Eigentlich führt ja mittlerweile Lamar Jackson die Offense der Ravens an. Dritter und 11. Viel Druck auf Flacco, bringt den Ball aber an. Aber natürlich kein First Down, da war der Ball zu kurz für. Vierter und 9. Die Ravens müssen von der eigenen 45-Yard-Linie aus punten. Das tun sie und der Ball. Ach du Heilige. An der 1-Yard-Linie. Perfekter Punt von Koch. Erster und 10. Boah, das ist eine harte Nummer. Erster und 10 Strategiebereich. Ja, boah, Lauf über die Außen. Das würde ich relativ ungern machen. Ich probiere einen Pass, einen Stick. Terrell Owens auf einer Slant Route. Der ist meine Hauptanspielstation. Alles gut gedeckt. Prescott läuft selbst. Nimmt den Hit mit, aber First Down an der 13-Yard-Linie. Durchatmen, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Platz. Shark Halfback Wheel. Da gehen die Mitte mit Jarwin und mit Keyshawn Johnson. Ich schau mal, was meine Jungs rechts machen. Cooper und Zeke Elliott. Oh, das ist eine Interception. Oh nein! Da hat der Safety aber mal komplett nicht aufgepasst. Amai Cooper mit dem Catch. Ich habe wirklich gedacht, das ist eine Interception. Der stand ja Mutterseelen alleine da, der Safety. Und der Ball kam genau auf ihn zu. Und dann wird er überworfen. Das war ein ganz bitterer Touchdown, weil da habe ich eigentlich schon. Da war mir ein Turnover eigentlich klar. Der PET auch gut. 14:7 Dallas. 5 Sekunden vor dem Ende des dritten Quarters. Liegt Baltimore zurück. Kick ist unterwegs. Geht bis an die 4-Yard-Linie. Jetzt kommt der Return. Der Ravens, der endet an der 25-Yard-Linie. 2 Sekunden haben wir noch im dritten Quarter zu spielen. Wir blitzen mit dem Edge-Sting durch die Mitte. Flacco wirft den Ball ins Aus, da war der Druck zu stark. Es geht ins Schlussviertel hinein. Zweiter Versuch und 10 für die Baltimore Ravens an der 25-Yard-Linie. Incomplete Pass. Dritter Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Wir blitzen mit dem Under Smoke. Boah, abgewehrt von Jalen Smith. Reißt die Arme nach oben und kann damit den vollständigen Pass verhindern. Vierter und 10 von der eigenen 25. Jim Harbaugh entscheidet sich dafür. John, nicht Jim, John, den vierten Versuch auszuspielen. Jim ist doch, glaube ich, bei den Wolverines im College Football unterwegs. Flacco wirft tief. Interception durch Xavier Woods. Hätte ich den Ball abgewehrt, weiß ich. Hätte ich noch sogar eine bessere Feldposition bekommen, aber Interceptions sind einfach so geil. Erster und 10 Cowboys. So, jetzt müssen wir ja nicht mehr viel riskieren. Ah, nehmen wir 4 Verticals. Wenn ich die 4 Verticals angeboten bekomme, dann nehme ich sie auch.
So, das heißt, wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Keyshawn Johnson. Wir achten links auf Terrell Owens. Und Zeke Elliott. Den dürfen wir nicht vergessen. An der 46-Yard-Linie noch kein First Down, 2001. So, ganz wichtig, die Ravens haben keine Auszeit mehr zur Verfügung, können die Uhr also nicht mehr anhalten. Es gibt nur noch das Two-Minute-Warning. Wir attackieren jetzt die Mitte mit Jarwin und mit Eddie George. Von rechts kommt ein Blitz. Dementsprechend frei ist in der Mitte mein Tight End. First Down Cowboys an der 24-Yard-Linie. Letzter Spielzug war das vor dem 2-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten der Partie haben begonnen. So, erster Versuch und 10 heißt, wir gehen in den Strategy-Bereich hinein. Ja, da kommen jetzt nur noch Laufspielzüge, der nicht drauf retten können. Halfback Blunt Dive. Gehen über die linke Seite. Elliott, unser Running Back. Aber wenn ich das mal so sehe, switchen wir nochmal rüber auf die rechte Seite. Schöne Lücke für Elliott. Und das ist ein First Down. An der 13-Yard-Linie. Wir sind in der Red Zone der Ravens. So, Halfback Slash. Wieder der Lauf über die rechte Seite. Wieder Zeke Elliott als Running Back aufgestellt. Hat man schon gesehen, dass da in der Mitte der eine Block gegen den Linebacker nicht gesessen hat. Und genau der macht auch den Tackle. Zweiter und 10. Nehmen wir den Drive-Through-Corner. Wir schicken Terrell Owens von der rechten Seite aus in Motion. Den werden wir uns auch konzentrieren. Und los geht's. Da hat er den Ball. Terrell Owens läuft in die Endzone. Schneller als alle Verteidiger der Ravens. Und das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Und dann im PET haben wir verwandelt. Erfolgreich 21-7. 14 Punkte Führung. Nur noch 1 Minute und 4 Sekunden zu spielen. Baltimore hat, wie gesagt, keine Auszeiten mehr. Und wir sind im Schnee. Also wäre schon ein kleines Footballwunder, was die Ravens hier jetzt brauchen. So, erster und 10 an der 25-Yard-Linie. So, Zero Blitz. Vollständiger Pass von Flacco. Ball an der 39-Yard-Linie. So, jetzt stellen sich die Ravens direkt wieder auf. Wollen den Ball spiken. Damit halten sie nochmal die Uhr an. Geben aber auch ein Down-Up. Ist halt ein ganz normaler Incomplete Pass. Nur halt, dass der jetzt forciert wurde. Heißt 2010, 49 Sekunden vor dem Ende. Ich bekomme nicht einen Blitz. Dann nehmen wir eine Cover 3 Sky. Also wieder eine Zone Coverage, in die wir hier gehen. 2010 an der 39-Yard-Linie. Oh, da war eine Bewegung links außen. Geht es gegen die Offense? Ja, ein Foulstart. 5 Yards obendrauf. So macht man aus einem zweiten und 15. Der Rookie-Titan war es. Hayden Hurst. So, wir blitzen mit den Linebackern. 2. und 15. Und das ist ein Sack. 3. und 26 von der eigenen 23 Jahren. Das dauert. Das kostet richtig Zeit. Letzten 30 Sekunden laufen. Flacco wirft tief und wirft in Seiten aus. Wieder war der Druck zu groß auf Flacco. 4. Versuch wird ausgespielt. 4. und 26 von der eigenen 23 Jahren Linie. Eine Completion von Flacco, aber kein First Down. Der Receiver probiert alles. Turnover on Downs, 1. und 10 Cowboys an der 44-Yard-Linie der Ravens. So, wir laufen noch ein bisschen, Halfback Stretch. Geht über die Außen.
Wir nehmen mit Eddie George die linke Seite. Schöner Spin-Move von Eddie George. Noch einmal, das kennt man gar nicht von ihm. Normalerweise nimmt er den Kopf runter. Aber im Schnee kann auch ein Eddie George zum Tänzer werden. Touchdown Dallas Cowboys. Der PET ist unterwegs, der ist auch gut. 28:7 führt Dallas damit. 12 Sekunden vor dem Ende. Bittere, bittere Pleite für die Ravens und Coach Harbour. Ball geht wieder über die Endzone hinaus. Also erst noch ein 10 an der 25-Yard-Linie für Flacco. Und die Offense der Ravens. Ich bin sehr gespannt, was wir gleich für losbekommen. Wir bleiben da auch noch drauf. Also ausnahmsweise nehmen wir den Pack Opener mal mit gleich. Wir wollen ja schauen, was da rauskommt. Flacco wirft den Ball wieder einmal in Seiten raus. So, jetzt ist Hail Mary Time. 2010. Ball in der Luft und er ist intercepted. Earl Thomas, Turnover. Die Offense der Cowboys darf nochmal aufs Feld. 3 Sekunden vor dem Ende, 1. und 10 an der eigenen 43-Yard-Linie. Eddie George ist der Running Back. Es geht über die Mitte, über die rechte innere Seite. Und das war's. Wir schlagen die Ravens 28:7. Und jetzt kommt gleich die große Lotterie und ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Wir bleiben mal drauf, nehmen den Pack-Opener ja wie gesagt einmal mit und schauen mal, was da jetzt kommt. Ich kenne mein Glück, ich rechne mit den 25.000. Mehr Glück habe ich eigentlich nie bei solchen Sachen. Schauen wir mal, was passiert. Wo ist mein Pack? Da ist die normale Belohnung, da kommt der Pack. So, Daumen drücken, 1 Million Coins, ja oder nein? Da-da-da-da-da-da-da. Oh, 75, immerhin. Ich will nicht weinen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.